Hallihallo und guten Morgen. Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Zapunzels Orakel zu den Tagesenergien. Wir schauen auf den Mittwoch. Es ist der 27. September 2023. Und in welcher Energie bist du denn heute so Pi mal Daumen unterwegs? Das ist eine allgemeine Legung, ne? Ich kann dich da nur inspirieren. Mit angezogener Handbremse. Manche von euch sind heute so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs, was das Thema Leidenschaft angeht. Und Leidenschaft, damit stelle ich jetzt nicht, das stelle ich jetzt nicht gleich mit Sexualität. Man kann viele Dinge, die man tut, von Herzen gern und voller Leidenschaft tun. Aber manche von euch, die haben heute eher den Kampfmodus eingeschaltet und sind auch zum Kampf bereit. Wenn jemand um die Ecke kommt mit einem falschen Wort, dann könnte es sein, dass du anspringst, reflexartig. Wenn du jetzt vorgewarnt bist, dann bist du vorgewarnt. Dann bist du auch herzlich eingeladen, die Dinge vielleicht mal anders zu handhaben als bisher. Vielleicht auch nicht unbedingt immer dem ersten Impuls zu folgen, dich zu verteidigen, sondern mal ruhig durchzuatmen und zu gucken, habe ich nicht eine Antwort auf Lager, die viel, 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 viel aussagekräftiger ist, als wenn ich jetzt in den Mechanismus verfalle, mich verteidigen zu müssen, weil dann gibst du dem anderen ja schon in etwa recht. Dann gestehst du ja deine Schuld schon fast ein, weil du musst dich zwar verteidigen, aber du willst den anderen überreden, dass er dich versteht. Ich habe in letzter Zeit häufiger schon mal gesagt, wenn mir irgendjemand was unterschieben wollte, was so gar nicht zu mir passt, dann war meine Antwort darauf: Du hast recht. Damit habe ich die Situation immer retten können, wenigstens für den Moment. Und eine Stunde später habe ich dann hier und da noch mal einen Satz hinterhergebrettert, wo die andere Seite dann hellwach geworden ist. Ist für mich angenehmer, ist auch effektiver für die Situation. Diese Streitgespräche finde ich unglaublich anstrengend und auch ermüdend und kräftezehrend und energieraubend. Und wenn ich in so einem Moment sage, du hast recht, dann habe ich für mich die Luft, mir gut zu überlegen, wie ich jetzt mit diesem Dingen da, lass es mal eine Anklage sein, umgehen möchte. Wenn es mir nichts wert ist, kann ich das sofort vergessen danach. Wenn es mir was wert ist, weil es um Menschen geht, die mir sehr am Herzen liegen, dann weiß ich ganz genau, dass ich die Antwort so bringen muss, dass die gegenüberliegende Seite es versteht und nicht unbedingt eine Riesendiskussion dadurch ausgelöst werden muss. Ja, das ist die erste Karte, die da liegt. Wie du diese Situation, die da unter Umständen auf dich zukommt, handeln möchtest, ist deine Entscheidung. Die Frage, die sich heute stellt, ist, welche Grenzen muss ich immer wieder setzen? Vor allen Dingen innerhalb zwischenmenschlicher Beziehungen. Gut, wenn du jetzt eine Mutter bist und dein Kind erziehen willst, dann kannst du nicht immer nur Ja und Amen sagen, musst du Grenzen setzen. Und trotzdem können diese Grenzen hier und da auch flexibel gestaltet werden. Also ein Kind komplett grenzenlos zu erziehen, ja, ist mit Sicherheit auch möglich, aber da gab es mal Studien, laissez-faire und so weiter, das war noch nichts, was Kinder glücklich gemacht hat. Ich will aber jetzt ja auch nicht philosophisch werden oder abdriften in irgendwelche Theorien. Für dich heute nochmal ein Tag, wo du entscheiden darfst, muss ich mich hier abgrenzen? Oder kann ich dem anderen ruhig mal recht geben und der kann denken von mir, was er will. Hauptsache, ich weiß, wie ich über mich denke. Ja, sowas soll ich hier wohl sagen. Steht da hinten drauf noch was Interessantes. Ich habe alles in mir, was ich brauche. Und so geht es den anderen Menschen auch. Ich bin wertvoll, ich weiß, was ich will und wenn ich Grenzen setze, dann ist das das Beste für mich und vielleicht in dem Moment auch für die anderen. Ja, jeder hat seine Wahrheit.
Und in vielen Standpunkten gibt es auch kein richtig und kein falsch. Und jeder hat auch einen Grund, die Dinge so zu machen, wie er sie eben tut. Haben wir noch zwei Inspirationen mit. Die Verbindung nach oben ist heute wichtig. Unser Schöpfer sieht tief in dein Herz, er versteht dich und wertet nicht. Tu es ihm gleich. Und es geht um die Liebe. Die Liebe wartet auf dich. Schaue genau hin und erkenne sie in deinem Leben. Es gibt mehr als einen Menschen, den man liebt. Und du wirst auch von mehr als einem Menschen geliebt. Vielleicht ist dir das hier und da gar nicht mal immer so bewusst, aber so wird es wohl sein. Dann gucken wir doch jetzt mal mit meinen Karten auf die kommenden 24 Stunden. Da hätte ich gerne neun Kärtchen Spirit für diesen Mittwoch. Was kommt denn heute auf uns zu? Ja, wie ich sagte, da möchte jemand heute mit Nachrichten auf dich zukommen und der löst eine Welle aus, eine Welle, die dir vielleicht mitteilen möchte, dass du hier und da zu wenig gemacht hast, zu wenig gesagt hast, zu wenig getan hast. Irgendetwas von dir war zu wenig auf jeden Fall. Warte mal. Bei dir löst das instinktiv einen Reflex aus, aber du hast für dich mittlerweile gelernt, dass Meckern wirklich niemandem hilft. Du hast heute in deinem Herzen eine riesengroße Sehnsucht, dass du einfach so angenommen wirst, wie du bist. Denn so wie du bist, bist du einfach gut. Na, für jeden Zeitpunkt kann man nur so gut sein, wie man eben gerade ist. Im besten Fall meckerst du nicht zurück, sondern wartest, bis dir der entsprechende Geistesblitz entgegenschlägt. Lass dich jetzt hier nicht kleinreden, von wem auch immer da um, ne, wer auch immer da um die Ecke kommen kann. So Teenager-Kinder, die haben dann auch gut drauf, die wunden Stellen zu entdecken und da ordentlich mit der Axt drauf zu hauen. Nee, bleib heute ruhig, bleib bei dir, halte deine Krone auf dem Kopf. Du wirst hier ein Hindernis überwinden und du wirst Lösungen finden und nicht nach noch mehr Problemen graben. Dieser Situation begegnest du leidenschaftlich, aber nicht in der Art, als dass deine Leidenschaft in negative Gefühle fließt. Im Gegenteil, du weißt, was du gepflanzt hast. Diese Saat geht auch auf. Wenn jemand mit Masken um die Ecke kommt, lässt du dich nicht mehr drauf ein, sondern zeigst dein Herz. Du zeigst einfach dein Herz. Du begegnest miesen Vibes mit ganz viel Fröhlichkeit und Offenheit und weil es nämlich nicht mehr wehtut, weil wir einfach schon unendlich viel gelernt haben. Ich nehme noch eine Inspiration mit und dann soll es das sein für heute. Beginne jeden Morgen und jeden Tag mit positiven Affirmationen, um die Tore der Manifestation zu öffnen. Und wenn du jetzt schon anfängst und sagst, ich bleibe heute in meiner Mitte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du rausfliegst, fast nicht vorhanden. Ich lasse es so stehen und wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Bedanke mich für deine Zeit. Bedanke mich für den Ausgleich in Form eines Abos, eines Likes, eines Kommentars. Lass liebe Grüße da, bleib mir gesund und wir hören uns morgen wieder, wenn du möchtest.